Moin zusammen, weiter geht's mit Expeditions Rom und wir haben hier zentrales Celtica erobert. Eine coole Mission dazu müssen wir machen, Befriedung Dolmen. Müssen wir in so einem Druidenhain gegen drei verschiedene Trupps kämpfen, haben wir alle natürlich geschafft. Weiter geht's mit Teil 2, Ende der Edui. Und da schauen wir jetzt rein. Der hohe Ort. Auf diesem windungsumtosten Gipfel liegt eine Stätte, die den Edui sehr bedeutsam ist. Ein großer Steinkasten umgibt einen Ort, wo Männer und Frauen den gallischen Göttern geopfert werden. Oh, guck mal. Wir tauschen jetzt mal aus. So. Derzeit nicht Teil der Gruppe, genau. Deswegen kommt hier mein anderer, der ist im Lager. Und Varro mit rein. Cool. Hoher Ort. Okay, da jetzt nicht weiter, laufen wir mal direkt hoch hier. Um Dumnorix seine Falle zu stellen. Oha, guck mal hier, haben sie echt einen Hirsch hochgeschleift, um ihn zu opfern, ne? Hauptsache ein Blumenkranz, damit das Ganze irgendwie romantisch aussieht. Ihr seid hier. Ihr werdet den hohen Ort erkunden, wenn ihr das wünscht. Die Aufgabe, die vor euch liegt, ist nicht einfach. Verdammt, ich würde gerne direkt zum Geschäft kommen. Dann tut das. Und wir werden euch führen. Wir werden all eure Fragen beantworten. Hier werden wir Dumnorix also töten? Ihr werdet hier niemanden töten. Es ist verboten, am hohen Ort Blut zu vergießen. Wann wird Dumnorix hier sein? Er wird nicht ankommen, bevor das Ritual nicht vorbereitet ist. Alles andere brächte Unglück. Sobald alles bereit ist, schicken wir einen berittenen Boten zu ihm. Er wird dann mit seinen Gefolgsleuten kommen. Ihr sprach von einem Opfer. Was genau wollt ihr von mir? Dumnorix wird einen Blick in die Zukunft erhaschen wollen. Um genau zu sein, will er wissen, wie sich sein Plan entwickeln wird. Dafür muss er Tutatis, Taranis und Esus konsultieren. Jeder Gott wird ein Opfer verlangen. Wir werden zwei davon besorgen und ihr das andere. Ihr entscheidet, welchen Gott ihr opfern möchtet. Profitiert nicht Dumnorix von diesem Ritual? Warum sollte ich etwas dafür opfern? Wir nutzen den hohen Ort für eine Täuschung. Ihr müsstet die Götter dafür gnädig stimmen. Ich werde nichts damit zu schaffen haben. Bringen wir ihn einfach um. Das sollte die Edui überzeugen. Über was für eine Art Opfer reden wir hier? Würde eine Ziege reichen? Ganz sicher nicht. Ihr müsst einen Mann oder eine Frau opfern. Womit machen wir Esus glücklich? Mit nichts. Herr Esus ist ein grimmiger Gott, der nur den Krieg kennt. Das Opfer sollte von großer persönlicher Bedeutung sein. Okay. Was soll ich für Taranis tun? Taranis, der Donnergott. Er ist immer im Wandel. Sein Zorn brennt wie die heißeste Glut. Das Opfer sollte lebend verbrannt werden und seine Schreie sollten von seinem Willen singen. Erzähl mir mehr von Totatis. Der große Beschützer umfasst alles. Das Opfer sollte ertränkt werden. Am besten in Blut. Wenn er mir nicht zu schaffen haben, bringen wir ihn einfach um. Das sollte die Edui überzeugen. Am hohen Ort darf kein Blut vergossen werden. Das würde den Zorn von Taranis auf uns heraufbeschwören. Okay. Donnergott, so wie Jupiter. Ihr werdet Holz sammeln. Und genug Öl, um das Holz zu verbrennen. Ein Opfer brauchen wir natürlich auch. Wo finde ich dieser Gegend Öl? Das hängt davon ab, wie ihr es finden wollt. Man kann so etwas käuflich erwerben. Taranis bestimmte Vorlieben, was Holz angeht? Taranis mag Donner.
Das ist kein Holz. Ihr glaubt also, ihr kennt euch besser aus als Taranis. Ihr überschätzt euch. Gibt es einen speziellen Wunsch, wen ich opfern soll? Es sollte jemand sein, der ein angemessenes Opfer ist. Jemand von Wert. Haben nicht alle Menschen Wert? Das ist wahr, in gewisser Weise. Aber nicht genug Wert für diesen Zweck. Okay, na gut, wartet hier. Vielleicht können wir den alten Sextus fragen, welches Holz wir nutzen sollten, Legate. Er ist immerhin Handwerker. Ach Gott. Ich werde keinen von meinen Leuten dafür opfern. Ach, guck mal, da haben wir doch jemanden. Tinos. Was wollt ihr, Römer? Habt ihr keine Lust mehr, mit meinem Vater zu reden? Ihr wirkt ungehalten. Mein Vater kann manchmal so dumm sein. Vielleicht kann ich helfen. Um was geht es? Ich bezweifle es. Er will, dass ich sein Begräbnis vorbereite. Die Götter sagen ihm genau, wann er sterben wird. Daher will er, dass ich zu einem kleinen Dorf im Norden reise und einen guten Hinkelstein für ihn kaufe, um sein Grab zu markieren. Okay, das ist lächerlich. Niemand kann den Zeitpunkt seines Todes wissen. So etwas verraten einem die Götter einfach nicht. Eure Götter vielleicht nicht. Unsere Götter sind manchmal etwas offener. Und daher auch grausamer. Genau wie mein Vater. Okay, warum muss der Stein an diesem Ort gekauft werden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vater sagt, es sei das eine Dorf in ganz Gallien, das niemals erobert werden würde. Der Stein ist rein und urtümlich. Dann direkt eine Kohorte dorthin schicken und herausfinden, ob dieser Ort immer noch nicht zu erobern ist. Ja. Das wurde versucht, Römer. Und es endete jedes Mal furchtbar. Man sagt, die Krieger dort sind stark wie Pferde und schnell wie Windhunde. Es ist außerdem sowieso nur ein kleines Dorf. Es lohnt sich nicht, es zu erobern. Das ist so ein bisschen Asterix und Obelix-Style, ne? Wie viel kostet so ein Stein? Es spielt keine Rolle, da ich sowieso kein Geld habe. Man sagt, manchmal würde der Hinkelsteinhersteller sich in Wildschweinen bezahlen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann mich darum kümmern, wenn ihr wollt. Das würdet ihr? Ich stünde in eurer Schuld. Seid aber vorsichtig. Vivitiacus ist euer Vater, oder? Hat er euch von seinen Göttern gelehrt? Die Götter gehören nicht meinem Vater. Sie sind die Götter. Ich nehme das als ein Ja. Nehmt es, wie immer ihr wollt. Warum verlangen all eure Götter Menschenopfer? Sie verlangen sie nicht, sie bevorzugen sie nur. Ihr wollt die Götter des Krieges ja nicht verärgern. Okay, pass auf euch auf. Ein Menhir für Divitiacus. Gehen wir mal wieder raus hier. Wo muss ich jetzt hin? Nordwesten, ach Gott. Ach du Güte, ach nee, ne? Da soll ich jetzt ganz hinlatschen. Okay, machen wir. Überhaupt kein Thema. Bin ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahre unterwegs. Dynaros ist geheilt. Sägemühle erhalten. Meine Armee ist auch wieder angekommen. Die werde ich jetzt wieder dorthin verlegen. So, die Gerberei holen wir uns erst. Feinde rücken an. Ja. Libidius Horatius Rufus wollte die Nachhut, reitet aber jetzt nach vorne, um euch zu bitten um Aufmerksamkeit. 2 Reiter nähern sich eilig von hinten. Keine große Gefahr. Tatsächlich, Exploratus Legio Victrix sendet Explorares, um die Anführer der gallischen Armee zu ermorden. Es wird eine Selbstmordmission sein. Über der Tod der Offiziere wird Angriffsstärke der Armee verringern. Sende im Prätorianer, um mit der gegnerischen Armee zu verhandeln. Ihr könnt den Galliern kein Gelände überlassen, aber Verhandlungen vortäuschen wird euch mehr Zeit erkaufen. Ja, wieder Titus Pullo. Ja. Aquitanien. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Da unten.
So, Gerberei erobert. Nichts gefunden. Gut, ihr lauft weiter. Die sind wieder zurück und müssen sofort aufbrechen, um hier die Garnison zu verteidigen. Seit einiger Zeit folgt ihr einem kleinen Fluss und sucht eine geeignete Stellung zu überqueren. Schnell wird klar, dass es hier keine Brücken gibt, aber ihr findet eine Furt mit glatten Felsen, die als Trittsteine dienen könnten. Der Fluss, den Fluss mit Hilfe der Steine zu überqueren, sollte doch eigentlich eine einfache Sache sein, aber wie jeder weiß, ist Fortuna eine wankelmütige Göttin. Ein Platschen und ein schmerzfreier Schrei machen euch bewusst, dass Cesoquinte auf den nassen Felsen ausgerutscht und in den Fluss gefallen ist. Ernste Verletzung an beiden, wird schnell von seinen Freunden aus dem Wasser gezogen, aber humpelstark und sehr bald beginnen anzuschwellen. Mit Seufzen erbarmen wird Ceso zum Heiler geschickt. So. 138 Stunden. Ja, nee, ist klar. Warum auch, ne? Gut. Ulo ist nicht mehr abwesend. Alida ist geheilt. Triage, so 126 Stunden. Das ist egal, wer von euch beiden, ne? Ach nee, Quatsch, guck mal, ich muss noch weiter Norden. Hinkelsteinhändler. Wie erfahrtet, findet ihr die Hinkelsteinhändler auf einer Lichtung im Wald. Der Großhinkelstein lehnt gegen einen Baum, während zwei gallische Krieger daneben eine freundliche Unterhaltung führen. Der eine ist ein sehr kleiner und lebhafter Mann mit einem beeindruckenden Helm. Der andere ist sehr wahrscheinlich der dickste Mensch, den ihr ihn gesehen habt. Sie scheinen eine hitzige Debatte in ihrer Sprache zu führen. Er versteht kein Wort. Salve, wir sind auf der Suche, ja, schweigend verharren. Aus ihren Gesten mutmaßt ihr, dass es ums Trinken geht. Der dicke Mann will offenbar aus der Flasche des Kleinen trinken. Sein Freund verweigert ihm dieses beharrlich. Einen Weinschlauch neben dem dicken Mann anbieten. Beide starren euch verwirrt an, dann brechen sie in Gelächter aus. Der dicke Mann wiederholt einen Satz immer wieder. Ihr glaubt zu verstehen, dass der Römer für Spinner hält. Das ist witzig. Mit Hilfe seiner Finger zeigt der Kleine an, wie viele Denari ihr den Hinkelstein kaufen könnt. Das ist eine Menge Geld für ein Stück Stein. Wie wäre es, wenn wir euch töten und den Hinkelstein einfach mitnehmen? Ja. Hier in eure Prätorianer ziehen ihre Waffen. Ihr seid den beiden zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen und üblicherweise machen sich eure Gegner in solchen Momenten bereit oder zittern vor uns. Zu einer großen Überraschung geschieht nichts von alledem. Stattdessen geschehen einige äußerst merkwürdige Dinge in sehr schneller Abfolge. Hier schüttelt der kleine gallische Krieger missbilligend seinen Kopf. Dann nimmt er einen Schluck aus dem kleinen Fläschchen an seinem Gürtel. Der Große schaut erleichtert rein und dann beinahe verzückt. Sie setzen sich in eure Richtung in Bewegung mit einem Ausdruck, den man wohl nur als reine Freude beschreiben kann. Oh, ernste Verletzung am Kopf. Scheiße. Es geschieht alles zu schnell, um es nachvollziehen oder sich an Details zu erinnern. Als ich später zu euch komme, sind alle ernsthaft verletzt und der Hinkelstein ist verschwunden. Vielleicht war es nicht gerade die klügste Idee, diese Gallier anzugreifen. Ich wäre es fehlgeschlagen. Okay. Warte mal. War ich denn gerade? Was probiere ich denn jetzt noch ganz? Findet den Hinkelsteinhändler. Achso, bin ich noch gar nicht losgerannt gerade, ne? Ja, dann muss ich da noch einmal eben hoch. Sägemühle erhalten. So. Ich werde trotzdem die Garnison erstmal hier hin verlegen und das Leder holen. Reinrücken an. Sende Prätorianer mit der Gegenstände nämlich zu verhandeln. Helvetien. Was ist das denn? Da oben.
Mission läuft 9 Stunden 15. Nee, abbrechen. Rennt mal wieder nach Hause. Da sollte rein. Dann mal Triage. 12 Stunden. Stunden, ja, komm runter da. Die Zeit haben wir noch. Neue Kriegslisten. Ist ja witzig. Witzige Steine. Ja, bla bla. Septimus, Verletzung am Arm. Na, 20 Stunden. Moral der Prätorianer hat sich erhöht. Okay, sind wir wieder. Nickelsteinhändler. Schweigend verharren. Salve, jetzt biete ich mal nicht den Weinschlauch an. Der Große dreht sich zu euch um und lächelt auf eine beunruhigende Art. Er hält auf euch zu und reibt seine Hände, aber der Kleine hält ihn auf, wendet sich zu euch, wendet sich euch zu und beginnt mit beiden Händen zu gestikulieren. Mit Hilfe seiner Finger, ja, zahlen wir. Sobald ihr den gewünschten Betrag gezahlt habt, geschieht etwas vollkommen Unwirkliches. Der dicke Geil hebt den Hinkelstein an, als würde er es nicht zwingen und hält ihn euch hin. Als ihr nicht reagiert, stellt er ihn einfach vor euren Füßen ab. Dann lässt das merkwürdige Duo euch ohne ein Wort zurück. Diesen Hinkelstein zum Rudalplatz auf den Gipfel des Berges zu transportieren, wird sehr schwierig werden, aber ihr müsst es schaffen. Okay, ja, wieder zurück. Schlacht. Oh, guck mal hier. Geplünderte Ressourcen. Die nehmen wir mit. 94% Überlebenschance. Das kriegen wir auch. Ausgedehnte Linie. Die hätte ich auch gerne verbessert, dass die Risiko für Centuriones weiter verringert ist. So, noch 683. Damit die Gegner aufgerieben werden komplett. Angriff und Katapult und nur die Plünderungsreichweite erhöht. Anstatt auch ein paar von den Gegnern wie wegzuräumen. Risiko für Zentrale Kavallerie und Kreisung. Nein, guck mal hier, wilder Ansturm. Noch 54, 55. Kommt schon, Angriff. Oh,
Überraschende feindliche Verstärkung. Koordinierte Scharmützel, niemand kommt vorbei. Zeitiger Manipeltausch. Ne, komm mal hier. Gegnerische Mannschaft. Koordinierte Scharmützel. Ich werde auf jeden Fall schon mal sicher gehen, dass die Gegner komplett aufgedeckt werden. Macht sie nieder, guck mal. Aber das brauche ich nicht. Legionsmoral plus 10, triumphale Rede, wählerisch rekrutieren. Ja, füllen wir unsere Ränge ein bisschen wieder auf. Misere amor. Schade. Kann ich noch gar nicht kaputt machen. Wo ist meine Legion jetzt überhaupt? Da, genau. Wir haben gerade erfolgreich verteidigt. Und würde ich sagen, gehe ich jetzt... Ja, auch wenn es doof ist, aber hier oben wieder ganz hoch. Um die beiden Dinger zu holen. Dann wieder nach rechts. Und dann muss ich nämlich mit Sextus noch quatschen. Moral der Prätorianer hat sich erhöht. Meine Güte, hat man hier weite Wege zu laufen mitunter. Die Legion ist nicht verfügbar. Doch jetzt aber. Ein Tag, 9 Stunden. Ach du Güte. Auf geht's. Ich habe kein Wasser mehr. Moment, habe ich hier noch einen Brunnen? Das ist schlecht. Ja, dann lauf mal weiter. Ein Umweg. Es ist bisher ein recht ereignisloser Tag gewesen, bis der Pfad, dem ihr gefolgt seid, auf einmal von dichten Vegetation verschluckt wird. Ihr fragt eure Prätorianer um Rat. Langsam entscheidet ihr weiter vorzurücken, denn umzukehren würde einen Tag oder mehr kosten. Natürlich ist die Wildnis hier nicht einfach nur eine Wildnis. Schon bald ist ein schnappendes Geräusch zu vernehmen, gefolgt von einem Schmerzensschrei. Rufus in eine alte Jagdfalle getreten. Seine Freunde befreien ihn mit Leichtigkeit von der Falle. Die Verletzung sieht nicht allzu schlimm aus, aber ist klar, dass sein Bein mehr als nur einen Verband braucht. Offenbar gibt es für euch keine Pausen. Und 40 Stunden. 6 Stunden, guck mal. So, Rufus ist geheilt worden. Ja, bringt den Hinkelstein zurück. Der hohe Ort. Dehydriert. Minus 1 Bewegung. Ach, witzig. Ja, was heißt witzig? Witzig ist das eigentlich nicht. Danke für eure Hilfe, Römer. Sie war unerwartet, aber sehr willkommen. Ja, für ein seltsames Pärchen, diese... Was für ein seltsames Pärchen diese Händler doch waren. Die Menschen dieses Dorfes gelten überall als brutal, aber auch als verschroben. Ich habe kein Geld, um mich erkenntlich zu zeigen. Vielleicht hilft euch das hier ja.
Das ist nicht unbedingt ein Angebot, eine Belohnung, aber immer besser als nichts. Ihr habt keine Belohnung zu erfahren, aber abdankt. Dann sind wir wohl quitt. Das ist großzügig von euch. Mögen die drei gütig auf euch herabschauen. Trotz der Verbrechen, die ihr an meinem Volk verübt habt. Hey, passt auf euch auf. Irgendwas habe ich bekommen. Naphtha, ein entzündliches Öl. Schierling. So, den Mist kann auch weg hier. Ja, gut. Dann haben wir jetzt noch Ende der Edui. Müssen hier wieder raus. So nervig das auch gerade ist. Ja, kleine Hommage an Asterix und Obelix. Fand ich sehr witzig. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wenn ich da jetzt angreife, dann kriege ich echt auf die Mütze. War auf jeden Fall cool gemacht. Ja, wo ist denn jetzt hier ein Brunnen in der Nähe? In der Nähe gar nicht. Da laufe ich jetzt wieder nach links. Oder lasse ich meine Garnison nach rechts kommen? Hier unten war ja nichts mehr, ne? Nach rechts ging es auch nicht weiter. Kartenende. Könnt hier oben einmal hochschauen. Wo ich hier auf der Ecke bin. Und, Infrastruktur angreifen. Zack. Ach, guck mal. Witzig. Kleiner Bug gewesen. Dann holen wir uns noch die Sägemühle. Milites mandata expectant. Gegnerische Moral und... Nee, hier. Obwohl, 150 weg, ne? Cuneum formate. Schönen Keil. Nunc agredi possumus. Begegnung, ja, undurchdringliches Quadrat. Agmen formate! Sehr schön. Ballista habe ich schon, oder Skorpion habe ich schon lange nicht mehr ansetzen können. Super. Klasse, noch ein Angriff. Tempestas peor fit. Isolieren und vernichten. Das Wetter ändert sich. Könnte es sich als eine Chance für euch erweisen? Ja, gegnerische Mannstärke. Auf jeden Fall machen wir die weg. Postum ad mina distrahite! Los, Angriff! Leute, seht zu. Endlich. Und Gegenangriff.
Umliegende Dörfer plündern. Ja, dann nehmen wir das wenigstens. Schade, aber die werden sich zurückziehen. Ex Pilate Guam Maxima. Oh toll, eine Kiste. So viel zu plündern. Ja, ich werde ja in den Norden erkunden. Obwohl das auch doof ist, ne? Ich habe ja immer noch kein Wasser. Und da irgendwo ein Brunnen. Schauen wir einfach mal. Septimus ist gestorben. Moment mal. Was denn? Ich mache hier mal eine kleine Pause und dann gucke ich mal, dass ich ihn irgendwie noch gerettet kriege. Viel Spaß, weiterhin, bis gleich und ciao.